Winterbart ist ein Stück relativ wildes Figurentheater aus einer großen Kiste. Hallo. Ich bin Sophie. Und das hier, das ist die Kiste von meinem Opa. Und ich habe diese Kiste jetzt an der Backe, wie mein Opa sagen würde. Soll ich mal reingucken? Da sind eine ganze Menge alter, teilweise kaputter Gegenstände und Spielzeuge drin. Yo! Na du kleiner Hosenschisser! Mit diesen Dingen entsteht dann die großartige Piratengeschichte um eine ganze Menge richtig fieser, wilder Piratenkerle, über ein kleines, starkes Mädchen Marie und über eine noch stärkere und wirklich großartige Mama, die wilde Bertha. Eine Geschichte und danach Licht aus die Maus. Oh, oh nö. Aber Sophie, ich bin eine Ratte. Ja, du bist eine Ratte. Ja, dann geh. Ja. Das Stück Captain Schnitterbart und mehr ist wichtig und gut für Schülerinnen, Schüler und Schulen aus zwei Gründen. Zum einen, weil es zeigt, wie viel Leben in den Dingen steckt und wie viele Geschichten, wie viele Abenteuer auch in alten Gegenständen noch zu finden sind. Auch wenn man sie vielleicht nicht mehr haben will oder sie keinen Herrn mehr haben oder sie zum Wegwerfen fertig aussehen. Und zum anderen ist es ein bisschen so eine kleine Ode an die Fantasie. Bei Captain Knitterbart gibt es eine ganze Menge Gegenstände, die mitspielen. Einer davon ist dieser Eisbecher. Denn das ist das Boot, in dem Molly in den Sommerferien ihre Oma besuchen fährt. Und ich finde, dass alle Kinder die Möglichkeit und die Chance haben sollen, zu erfahren, dass es wichtig ist, dass in jeder auch eine Piratin oder ein Pirat steckt, wenn sie es wollen. Dass jeder ein Pirat, eine Piratin sein kann, wenn er es möchte.